Willkommen zu einer neuen Ausgabe von ReiseTV. Wir beginnen heute mit einem Weltrekord. Qatar Airways hat ihn sich erflogen auf einem Flug über 14.535 Kilometern, für den ein Boeing 777 17 Stunden und 30 Minuten gebraucht hat, ging es von Doha nach Auckland. Neuer Rekord. 1.100 Tassen Kaffee, 2.000 kalte Getränke, 1036 Mahlzeiten, 4 Piloten und 15 Flugbegleiter und Begleiterinnen natürlich waren nötig, um ans Ziel zu kommen. Qatar Airways feiert den Flug und teilt mit, dass der Flug länger war als alle Hobbit- und Herr der Ringe-Filme zusammen. Ja, die Europäer können den längsten Non-Stop-Flug der Welt auch genießen, denn Qatar Airways fliegt zahlreiche Zubringer von Europa zu ihrem Drehkreuz nach Doha. Da kann man übrigens in Doha auch ein kostenfreies Transitvisum sich geben lassen und das ermöglicht einen 96-stündigen Aufenthalt in Doha zu sehen. Da gibt es durchaus einiges Interessantes, nämlich historische Stätten, dazu aber auch 5-Sterne-Shopping und luxuriöse Restaurants. Also durchaus eine Reise wert, dieses kleine Wüstenland. Die Frankfurter Tabelle wurde aktualisiert, Kreuzfahrten boomen ja und die Würzburger Tabelle beschäftigt sich eben damit mit Rechtsstreitigkeiten, die rund um die Kreuzfahrt manchmal eben auch sein müssen. Insgesamt wissen wir, Kreuzfahrten meist unvergesslich schöne Erlebnisse, aber überall da, wo eben Dienstleistung stattfindet, kann auch mal das eine oder andere daneben gehen. Ja, der Würzburger Rechtsanwalt Kai Rodega erstellt seit Jahren deswegen immer die Würzburger Tabelle, wo eben die aktuellen Gerichtsurteile zu Problemen bei Vertragsschluss und während so einer Kreuzfahrt aufgeführt worden sind. Würzburgertabelle.de, hier unten nochmal eingeblendet, das ist die entsprechende Internetseite, da kann man sich also informieren. Schöne Nachricht aus Chile. Wir wissen, da hatten ja Waldbrände gewütet. Die sind weitgehend eingedämmt und in vielen Provinzen konnte deswegen auch der Katastrophenalarm bereits aufgehoben werden. Das Auswärtige Amt meldet, dass vereinzelt noch Strom- und Telefonnetzausfälle möglich sind und man sollte natürlich dort, wo es noch ein paar letzte Brandneste gibt, den Brandbekämpfern und den Sicherheitsbehörden Folge leisten den Anordnungen, damit auch dort schnell die Feuer wieder gelöscht werden können. Kommen wir nach Slowenien und in Bohini. Da gibt es ein internationales Alpenblumenfestival und zwar vom 20. Mai bis zum 4. Juni 2017. Bohinis Bergwelt bietet einen außergewöhnlichen Pflanzenreichtum und sie gilt als die Schatzkammer von Alpenblumen. Bis zum Herbst gibt es wirklich eine bunte Augenweide zu erleben in dieser Region. Es blüht eigentlich eben ja von der Schneemelze an, bis dann eben, wenn die Bäume ihre Blätter wieder fallen lassen. Das Alpenblumenfestival soll Einheimischen und Gästen der Region die Alpenflora vertrauter machen. Eine ganze Reihe von Veranstaltungen rund um die Alpenblumen gibt es im Zeitraum zwischen 20. Mai und 4. Juni 2017. Sie reichen von Bilderausstellungen bis hin zu Musikabenden, denn Blumen sind ja auch immer eine Inspiration für Künstler. Workshops und Präsentationen die zeigen, wie wilde Blumen das Leben verschönern können. Dazu gibt es auch Fotografiekurse, kulinarische Workshops und Einblicke in die Imkerei sowie Malkurse. Unter Leitung lokaler Führer und Botaniker kann man die Fauna der Region kennenlernen. Und übernachten kann man zum Beispiel sehr ökologisch im Bohini Eco Hotel, einem 4-Sterne-Hotel, luxuriöses ökologisches Urlaubshotel inmitten des Nationalparks. Zahlreiche Wanderwege gibt es. Es gibt ein Restaurant, eine Bar und ein Kino. Der Aquapark lockt mit Indoor- und Outdoor-Becken
Und zu den Mahlzeiten gibt es Buffets mit öko-zertifizierten Produkten, also sehr gesund. Im Spa kann man Massagen und Anwendungen bekommen. Außerdem kann man sich sportlich fit halten. Auch für Kinder gibt es viele Angebote. Insgesamt also ein rundes Angebot. Beispielsweise 7 Übernachtungen und Frühstück ab 18. Mai gibt es schon ab 307 Euro. Fünferflug hat mehr Fernreiseziele im Angebot. Der Münchner Last-Minute-Spezialist baut das Angebot aus. Neu in der Karibik beispielsweise sind Barbados und Tobago. Im südlichen Afrika fliegt Fünferflug in Zukunft Kapstadt und Windhoek an. Und es gibt auch 3 Ziele in Brasilien, darunter Recife, Fortaleza und Salvador de Bahia. Nee, da Bahia heißen die. Und in Salvador da Bahia, da gibt es jedes Jahr den größten Straßenkarneval der Welt. In diesem Jahr findet er vom 23. Februar bis 1. März 2017 statt. Und 5 vor Flug hat dafür auch noch ein Angebot. 2,7 Millionen Menschen kommen da im Übrigen zusammen und übernachten kann man zum Beispiel im Hotel Cocoon und Lounge. Ein 4-Sterne-Hotel im Herzen des Badeortes, an einem der schönsten Strände gelegen, mit Außenpoolanlage und Terrasse. Es gibt ein Nichtraucher-Restaurant und eine Bar in der Nähe. Viele Unterhaltungsangebote, Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel Santo Antonio, das Stadion Fontenova, in dem ja auch Deutschland bei der Weltmeisterschaft gespielt hat, und Barra und dazu eben dann auch den großen Straßenkarneval. 7 Übernachtungen mit Frühstück zum Beispiel ab 19. Februar ab Frankfurt ab 904 Euro. Eine Woche Brasilien für 904 Euro, wenn das mal kein Schnäppchen ist. Ja, zum Schluss gibt es leider noch eine schlechte Nachricht für alle, die am 23. Februar mit Alitalia fliegen wollten, denn da wollen die Angestellten mal wieder streiken. Alitalia will, massiv in die Versorgung der Mitarbeiter eingreifen, will zum Teil sogar Löhne kürzen. Das finden die Gewerkschaften nicht ganz so lustig. Deswegen muss am 23. Februar mal wieder mit Flugausfällen und Unregelmäßigkeiten gerechnet werden. Vor der Anreise zum Flughafen sollte man sich also vorsichtshalber mal bei der Airline oder bei seinem Reiseveranstalter über den Status des Fluges informieren, damit man nicht unnötig zum Flughafen reist. Das waren für heute die Reisenews. Das war Reisetv für diese Woche. Nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe. Bis dahin wünsche ich wie immer eine gute Reise.